Ich bin richtig faul. Ich bin unfassbar faul. Ich lag vor ein paar Tagen bei mir auf der Couch, 5 Stunden, hab nichts gemacht und hörte mich irgendwann selber sagen, boah, ich kann nicht mehr. Ganz normaler Mittwochvormittag, das ist richtig faul. Das Problem ist, wenn man faul ist und nichts macht, dann wird man ein bisschen dicker. Ich merke, dass es schneller geht. Ich bin ja auch 32. Früher war das einfach. Mit 15 2 Pizzen, Sonnenbauch, eine Runde FIFA, alles wieder weg. Geht. Heute geht das nicht mehr. Heute ist das, man ist dicker und das große Problem ist, ich meine, ich habe ein bisschen abgenommen. Ich musste ein bisschen abnehmen. Meine Ärztin hat gesagt, die haben eine Fettleber, das ist nicht mehr so witzig. Das ist sowieso, bei der Untersuchung war krass, die hat einen Ultraschall gemacht und dann guckt die mit diesem Gerät auf die Leber und ich weiß nicht, das geht vielleicht mal eine Frage an die Männer, ist das, habt ihr schon mal nach so einem Ultraschall, in dem Moment, wo die Frau euch die Tücher gibt, gedacht, ihr habt irgendwas Dreckiges gemacht? Ich fühle mich danach immer so, und wenn sie dann kommt, so brauchen sie noch mehr Tücher. So, nein, das geht schon. Ich ziehe einfach, ups, hier ist noch was im Bauchnabel. Das ist schwierig. Ja, aber ich musste ein bisschen abnehmen. Aber das Problem beim Fettwerden bei mir war, dass ich einfach nicht kochen kann. Ich kann gar nichts kochen. Also null. Also beziehungsweise ein Gericht kann ich. Wasser. Ende. Das. Aber auch nur im Wasserkocher. Im Topf. Ich habe es probiert, es geht nicht. Ich habe es probiert. Wenn der Deckel da nicht drauf ist, dann kocht das Wasser nicht. Machst du den Deckel drauf, kocht das Wasser zwar. Machst du den Deckel ab, ist das Wasser weg. Ich verstehe es nicht. Ich wollte mal Kartoffel kochen, es hat gebrannt. Seitdem koche ich Kartoffel nur noch im Wasserkocher. Das ist perfekt. Das ist Kartoffel und Tee, das ist, der nicht schmeckt, aber es ist gut. Ich weiß nicht. Und es gibt so manche Dinge, so mein Bruder zum Beispiel, der hat gesagt, kochen ist ganz einfach, komm vorbei, ich zeig dir das. Und ich komme rein, mein Bruder ist 2 Jahre jünger, hat einen riesen Roboter in der Küche. So einen grün-weißen hier von Thermomix. Kostet, glaube ich, 80.000 Euro oder so, ich weiß nicht. Und er sagt, das ist mega einfach. Du hast da so einen Behälter, du hast einen USB-Stick, das ist das beste Gerät, das kann alles, das kann kochen, dünsten, backen, das wiegt, das dreht sich. Je nachdem, wo du es hinstellst, lutscht es dir auch ein. Das ist. Wenn das jetzt die Leute hören, so, was, das kann der auch? Wir holen einen. Ich hoffe, dass Vorwerk nicht zu mir kommt und so, Herr Schmidt, Sie müssen aufhören, das zu behaupten. Wir kriegen ständig Reklamationen und Anzeigen, das ist. Ja, aber er sagt, es ist mega Gerät. Und ich so, pass mal auf, hör mal auf, jetzt zu quatschen. Kann ich in diesen Behälter, kann ich da Öl reinkippen und Pommes frittieren? Sagt er, nee, das geht nicht. Ich so, ja, dann pack weg. Das ist uninteressant. Ich brauche diese Funktion, nur diese Funktion. Da fiel mir auf, was ich brauche, eine Fritteuse. Ist das beste Gerät. Das ist viel besser als ein Thermomix. Du hast keine Stufen. Wenn es oben schwimmt, ist fertig. Das ist bei allem. Brot rein, Käse rein, Nudeln von gestern. Mayonnaise. Ich habe Mayonnaise frittiert. Mayonnaise im Teigmantel. Perfekt. Das ist das Allerbeste, liebe ich das. Und dann passiert es, dass du ein bisschen dicker bist. Aber das Schlimme ist, mittlerweile gibt es so ein paar Gerichte, die ich einfach extrem liebe. Zum Beispiel Sauce Hollandaise. Ich nehme das mittlerweile auf allem. Ich habe es auf der Pizza. Das ist unfassbar. Manchmal stehe ich nachts auf, mache mir so eine Schale Sauce Hollandaise lauwarm und tue so, als wäre es eine Suppe. Einfach. Ich liebe Sauce Hollandaise. Sauce Hollandaise ist für mich das absolute Lieblingsgetränk. Das ist einfach. Dankeschön, Leute.